Die Terra-Blockchain wurde eingestellt und Luna wurde auch von Binance entlistet. Außerdem schauen wir uns den Crypto Fear and Greed Index an. Außerdem wieder sehr, sehr viel zu Bitcoin, Ethereum technisch. Also wir schauen uns an in den Charts, wie kann man das Ganze traden, wie kann man an dem Ganzen Geld verdienen. Peace, Leute, willkommen zurück zu einem Video auf dem Kanal. Ich hoffe erstmal, euch geht's gut da draußen. Ja, wir haben sehr, sehr volatile Tage im Kryptomarkt. Was ist denn erstmal passiert seit meinem letzten Video? Ich habe ja gesagt, dass wir die 27.000 auch nochmal sehen werden, wenn wir diesen 30.000er Support hier brechen. Was ist passiert? Wir haben die 27.000 gesehen. Wir sind sogar noch tiefer gefallen. Wir sind bis auf 25.000 hier unten gefallen. Haben dann aber einen kleinen Relief Bounce gesehen und sind gerade wieder auf dem 30.000er Support. Dazu kommen wir jetzt auch. Warum haben wir diesen kleinen Bounce wieder gesehen und sind nicht straight weiter runter gebounced? Erst einmal, Leute, die Kurse fallen, wie gesagt, nie straight runter. Zweitens habe ich auch eine These aufgestellt seit ein paar Tagen, die, denke ich, auch noch sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie aufgehen kann. Die meisten Trader am Markt denken, wir werden noch tiefer fallen, beziehungsweise die ganze Mehrheit denkt das. Der Crypto Fear and Greed Index ist bei dem tiefsten Punkt, seitdem er lang war. Er ist ja gerade bei 10. Hier, der ist gerade bei 10, also extreme Angst. Und die Kapitulation hat ja auch begonnen. Wir schauen mal aufs Volumen. Ich habe ja schon im letzten Video davon gesprochen, die ganzen Trader, die ganzen Investoren warten auf Kapitulation, dass selbst die Long-Term-Hodler Teile ihrer Bitcoin-Holdings verkaufen oder jetzt sogar ihre Bitcoins verkaufen, damit der Preis noch weiter gedrückt wird und die Leute wieder nachinvestieren können. Das Smart Money denkt so, die wartet auf Kapitulation. Und die sehen wir gerade auch meiner Meinung nach. Wir haben sehr, sehr starken Abverkauf mit extrem stark steigendem Volumen. Wenn ihr sowas seht, dann könnt ihr eigentlich schon euch ziemlich sicher sein, dass die Kapitulation begonnen hat. Aber das ist es nicht mal, warum ich denke, warum wir einen Relief Bounce nochmal bekommen werden. Ich denke, wir werden nochmal auf die 34.000 hochbounce. Einfach, weil zu viele Leute denken, dass wir jetzt nur noch abverkauft werden, nur noch weiter fallen werden. Und der Markt macht gerne das, was die Trader nicht erwarten, sonst wären ja alle Menschen reich, wenn der Markt immer das machen würde, was die Mehrheit will. Deswegen denke ich, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nochmal die 34.000 sehen, das Range Low, das ehemalige Range Low, also den ehemaligen starken Support bei 34.000 als Resistance diesmal bestätigen, also bärisch retesten und dann von hier oben einen starkeren Abverkauf sehen. Hier vielleicht nochmal ein Retest und dann runter auf die 22.000. Warum 22.000? Gehen wir mal hier auf dem Bitcoin-Chart, nämlich befindet sich da der 200er Simply Moving Average. Also der Indikator, der Moving Average, der eigentlich immer, also in der ganzen Historie von Bitcoin, immer das Bottom eigentlich dargestellt hat, der Zyklen. 2017 hat der Simply Moving Average das Bottom von Bitcoin perfekt vorhergesagt bzw. angezeigt, 2020 auch. Und jetzt befindet sich der 200er Moving Average bei 21.844, also hier. Ich denke, es wird immer wahrscheinlicher, dass wir dann auf die 21.800 bzw. 22.000 nochmal droppen werden. Wir waren ja schon bei 25.500. Ich denke, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal die 22.000 sehen werden, sogar deutlich tiefer wicken werden, wie hier wicken werden, aber nicht runter closen werden. Eine Wick ist halt sowas hier, aber ich denke, wir werden über 22.000 closen, dennoch unter die 22.000 mal wicken, aber ich denke, einen Weekly Close dann über den 22.000 sehen und hier dann das Bottom sehen, beziehungsweise hier dann wieder einen Bounce sehen. Wir haben hier das Higher High verloren im Bitcoin-Chart, was wir ja hätten formen können auf einem großen Timeframe. Wir hatten hier ja so eine Art Aufwärtstrend haben, aber hier das Higher Low nicht weiter formen können, beziehungsweise hier sind abgetaucht, sind gedumpt und sind jetzt hier und haben jetzt hier ein Lower Low. Kein Lower High mehr, weil dann hätte man ja davon ausgehen können, okay, wir sehen ja nochmal einen starken Bounce nach oben und vor mir ein Higher High. Nein, wir sind hier durchgebrochen durch den Support, wie ich es auch predicted habe. Wenn wir diesen Support hier brechen, diese orangene Linie, werden wir sehr, sehr starken Abverkauf sehen beim Bitcoin. Das ist auch passiert. Und meine These jetzt ist, dass wir, wie gesagt, die 34.000 nochmal sehen, bevor wir dann die 22.000 sehen und dann hier beim 200er Moving Average endlich mal einen Bounce sehen werden. Das beim Bitcoin. Kommen wir nun zu Ethereum. Bei Ethereum ist auch genau das eingetreten, was ich euch schon seit Wochen gesagt habe. Ich habe gesagt, wir werden nochmal das Low hier sehen bei 2.155 Dollar. Und was ist passiert? Wir haben das Low gesehen, sind es sogar durchgebrochen. Also haben wir das Target hier perfekt erreicht. Jeder, der hier oben den Short geöffnet hat, wäre jetzt sehr, sehr stark im Profit, Leute. Was habe ich noch gesagt? Ich habe auch gesagt, dass wir hier bei dem starken 1.800 Dollar Support safe, safe bouncen werden. Einfach, ihr seht es in der Vergangenheit, wie oft sind wir hier auf dem Daily Timeframe gebounced. Bei solch starken Supports könnt ihr eigentlich euch auch fast sicher sein, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass wir bouncen, dass man hier einfach einen Risikolong immer öffnen sollte bei solchen starken Supports. Natürlich mit wenig Leverage, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr hoch, dass bei solchen Leveln wieder ein Bounce zu erwarten ist. Und was passiert? Wir haben eine Punktlandung gesehen hier bei der Demand Zone hier bei 1700. Haben wir eine Punktlandung gesehen, sind sehr, sehr stark davon gebounced. Also hättet ihr den Call mitgenommen, wie ich es euch gesagt habe, hättet ihr hier auch noch mal easy ohne Hebel 27% Kurssteigerung gesehen. Sprich, mit 5er bis 10er Hebel wären das sehr, sehr viel Geld gewesen. Deswegen verfolgt auf jeden Fall diese Videos und teilt die Videos auch mit euren Freunden, dass ihr auch profitieren könnt. Solche stark wichtige Level wie hier die 1800, 1700 bis 1800 Dollar bei Ethereum oder halt die 30.000 Dollar beim Bitcoin, die kann man eigentlich immer mit einem risikobehafteten Long
traden. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich höher, dass wir hier einen Bounce sehen, als dass wir diese Levels straight durchbrechen, weil es stark psychische Level auch sind. Aber bis jetzt hält der 1700 bis 1800 das Support sehr gut. Aber auch hier, wie ich schon gesagt habe, Kapitulation. Wir sehen sehr, sehr hohes Abverkaufsvolumen bei einem sehr, sehr stark fallenden Kurs. Also das hier ist auf jeden Fall ein Zeichen für Kapitulation. Mein Mac ist auch wieder am laggen wegen Streamlabs. Grüße gehen raus. Aber das zu Ethereum. Also ich denke, bei Ethereum werden wir auch erstmal hier ein bisschen hin und her taumeln, bis wir dann wieder auf den Support kommen bei 1800. Bei Bitcoin habe ich ja gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach die 34.000 noch mal sehen, bevor wir dann auf die 22.000 runtergehen. Zu viele Trader und zu viele Investoren antizipieren einfach weiteren Dump, weiteren Kursverfall, weshalb es ziemlich logisch eigentlich wäre, dass wir nochmal einen kleinen Relief-Bounce sehen bis auf die 34.000 und dann auf die 22.000 oder tiefer nochmal dumpen werden. Auch nochmal einen kurzen Blick auf Luna. Ja, was soll ich dazu sagen? Luna stirbt aus, ist fast bei Null, also wirklich dieses Abverkaufsvolumen, es ist wirklich krass, der Supply von Luna wurde ja auch, wie krass vervielfacht. So habe ich es auch noch nie gesehen im Kryptomarkt, dass ein Projekt, was so gehypt war, so schnell und so stark auf einmal auf Null gegangen ist. Ich meine hier, wir können ja im Internet einmal nachschauen. Die Terra Blockchain hat sogar ihren Betrieb eingestellt, einfach vor Angst vor weiteren Attacken. Außerdem wurde Terra, wie am Anfang schon erwähnt, von Binance weggenommen, also ist er gar nicht mehr gelistet. Das ist wirklich krass. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Monaten, da war Terra noch ein Top 10 Coin nach Marktkapitalisierung und war auch sehr, sehr vielversprechend für die Zukunft. Aber der Gründer, also Do Kwon, war ja anscheinend auch schon ein Gründer von Basis Cash. Das war auch ein Stablecoin damals, der gefailt ist. Was auch lustig ist, habe ich auch bei Twitter gesehen. Es hat jemand getwittert vor 6 Monaten ungefähr, die potenzielle Attacke auf Luna. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Tweet nochmal finden werde. Auf jeden Fall hat der genau getweetet, wie potenziell Luna attackiert werden kann und sabotiert werden kann und halt so eine Attacke erfolgen kann. Da hatte sogar der Gründer Do Kwon geantwortet, irgendwas mit, also sehr, sehr arrogant geantwortet, irgendwas mit, ich habe doch Milliardäre, die mir folgen und du laberst doch nur Müll. Das auf jeden Fall auch nochmal als wichtige News. Es ist jetzt endgültig eingestellt, die Terra Blockchain. Der Krypto-Fearing-Greed-Index hatte ich euch auch noch gezeigt, bei 10, sehr, sehr krass, deswegen extreme Angst, Leute. Aber wie gesagt, trotzdem nicht vergessen, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele gute andere Altcoins, die man nachkaufen kann. Man kann Ethereum Long-Term nachkaufen, man kann Bitcoin Long-Term nachkaufen. Macht es euch zu eurem Vorteil und wie gesagt, Finger weg von Leverage, beziehungsweise weniger Leverage als sonst, weil es ein sehr, sehr volatile Markt. Ihr seht, wir dumpen erstmal 40-50%, dann pumpen wir wieder 20%. Kann man natürlich nutzen, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen und mit wenig Leverage wollen. Das war meine Einschätzung zu Bitcoin, meine Einschätzung zu Ethereum. Wer von euch hat eigentlich Luna gehalten? Das würde mich auch mal interessieren. Habt ihr damit Verlust gemacht oder nicht? Teilt eure Story gerne in den Kommentaren. Auf jeden Fall niemals aufgeben. Es gibt immer weitere Möglichkeiten, vor allem im Crypto-Space. Der wird in den nächsten Jahren noch so krass boomen. Und es wird vor allem in den nächsten Jahren kein mehr jucken, ob Bitcoin mal zwischendurch jetzt wieder mal bei den 10.000 eben war. Es kann natürlich sein, dass wir zwischenzeitlich mal eben kurz auf 10.000 Dollar tippen pro Bitcoin, aber dann wieder einen Bounce sehen. Und wen juckt es in 4-5 Jahren, ob der Bitcoin 2022 einmal bei 10.000 eben kurz war? Weil im Großen und Ganzen werdet ihr in ein paar Jahren dann folgendermaßen sehen. Meiner Meinung nach werden wir in ein paar Jahren Folgendes sehen, nämlich Preise hier oben bei 100.000 irgendwo oder deutlich höher. Und dann würde ich auch nicht mehr jucken, dass wir im Mai 2022 einmal bei 10.000, 20.000 Dollar pro Bitcoin nochmal waren. Es ist halt ein sehr volatiles Risk-on-Asset. Trotzdem macht es zu eurem Vorteil. Scared money, don't make no money. Das war's mit diesem Video. Gebt gerne einen Daumen hoch oben, abonniert diesen Kanal. Benutzt gerne FTX, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bekommt meinen Link 5% Lebenslänge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wundert euch bitte nicht wegen den Haaren. Ich lasse sie immer noch rauswachsen. Das war's. Teilt den Kanal gerne mit euren Freunden und gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr meine Arbeit schätzt. Und Peace.